Warum ist die Musik schon so dramatisch? Ist das irgendwie die örtliche Musik und ich habe die schon wieder vergessen, oder? Erzählt das schon, weil ich die Quest angenommen habe? Keine Ahnung. Und wohl Filter sagt, hier ist irgendein Monster unterwegs, was Vieh frisst. Dann gehen wir der Sache doch mal nach. Ich meine, ich habe schon verschiedenste Monster bekämpft. Ich kenne mich aus mit sowas. Jee. Die liegen hier aber schon ein bisschen länger. Bäh. Gammelfleisch. Die Dänen sind. Es sind immer die Dänen. Lasst sie Wehrgeld für die Toten zahlen, die jetzt auf unseren Feldern liegen. Sei doch vernünftig. Was hätten die Dänen davon, arme Bauern abzuschlachten? Seht, da ist so ein Dänenabschaum. Fragen wir doch nach. Ich hab deine so fragt man also. Ich bin ja für Gleichberechtigung und ich verprügele Frauen genauso wie Männer. Sonst ist es ja sexistisch. Diese Sachsen kämpfen wie tolle Hunde, um die Ihren zu schützen. Kann ich ihnen nicht verübeln. Danke, dass du dich zurückgehalten hast, Fremder. Wie ist dein Name? Eivor, vom Rabenclan in Mercia. Wulfhilda, Äbtissin von Berechingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus demselben Grund hier sind. Ja, um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von flussaufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den meinen. Wohlan, Eivor vom Rabenclan. Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. Ich könnte mit den toten Kühen beginnen. Die Schimmelbestie. Bissspuren, doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt, obwohl die Wunden frisch sind. Das Moddermonster vom Schleimpfuhl. Du da, was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du so sicher sein? Es war Hrothgars Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Valka, bist du's? Blut und es ist noch frisch. Wohin führt die Spur? Wo? Ach, hier. Spur? Was macht ihr auf dem Dach? Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte durch das Moor. Ihr seid ja tapfer, dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Einen Wolf? Einen Bären? Einen tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Er hat seinen Namen geschrien. Grendel. Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte durch das Moor. Es gibt keine Riesen. Das war der Teufel, der seinen Zehnten eintrieb. So, Grendel war es also. Ein Hinweis fehlt mir noch.
Wo mag er sich verstecken? Sag mal. Kommst du mal da hoch? Ach, da oben auf dem Dach liegt noch eine Kuh. Bei den Göttern. Welch Ungeheuer schleuderte das arme Tier dort hoch in sein Verderben. Welches Tier hinterlässt denn einen feuchtglänzenden Moder auf seiner Beute? Dennoch gab diese Frau einem Chodgar und seiner Dänenbande die Schuld. Ist das das Werk von Menschen? Wie es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Das kleine Mädchen sagte, das Wesen sei ein Riese und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Dies war nichts Schlimmeres. Ich sollte diese Hinweise mit Wulfhilda besprechen. Wulfhilda, ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder Bär? Es ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder, sehr seltsam. Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein, keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh. Ich gebe zu, das kann ich nicht erklären. Dreimal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Hier entlang. Vielleicht gibt es Spuren. Jo. Es sollte da oben in den Bäumen sein. Kannst du es riechen? Es stinkt nach Tod und dem Bösen. Ja, den Geruch kenne ich nur zu gut. Kadaver und Tod. Der Geruch von Loki. Schon mal keine Monster, das sind normale Wölfe. Haben die Wölfe dich gebissen? Nein, ich bin wohl auf. Danke. Ich hab dich falsch eingeschätzt. Kein Problem. Aber sag mir, was geschehen ist. Diese Biester waren auf der Suche nach frischem Fleisch. Ich meinte, warum du wieder hier draußen bei dem toten Vieh bist. Ich suche nach meiner besten Milchkuh. Sie ist verschwunden. Hast du sie gefunden? Nein, aber eine dänische Axt. Sie gehört Chodgar, dem Anführer der Kriegsbande. Weißt du sicher, dass das seine Axt ist? Ja, er fuchtelte damit im Dorf herum und verlangte Ale. Ich werde mit Chodgar und seiner Kriegsbande sprechen. Die weiß doch bestimmt, wer und was und wo Grendel ist und kümmert sich eigentlich um den und will nur die Spur von ihm ablenken und ihn beschützen und deswegen ist die so komisch drauf. Diese Frau ist sicher, dass eine Bande Krieger hier für diese Gräuel verantwortlich ist. Andere Spuren haben wir nicht. Ich weiß, welche Männer sie meint. Sie halten sich in der Kirche nahe des Brisleer-Gehöfts auf. Ich bring dich hin. Komm.
Ihr Anführer Hrothgar ist ein guter Mann für einen Heiden. Der tötet nicht grundlos Vieh. Du hast wunderliche Ansichten, Wulfhilda. Und einen ungewöhnlich offenen Geist. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Die meisten Heiden würden Zauberei oder Monster verantwortlich machen. Doch du suchst nach einem weltlichen Grund. Ich habe viele seltsame Dinge gesehen. Aber die Antworten sind oft naheliegend, wenn auch versteckt. Wohl wahr. Doch in diesem Fall hat die Kirche mich mit der Erklärung des Unerklärlichen betraut. Das führt manchmal zu unchristlichen Gedanken. Und deine Kirche nimmt diese unchristlichen Gedanken hin? Sie dulden sie. Luzifer ist ein Täuscher und Gottes Wege sind unergründlich. Also muss auch ich allen Möglichkeiten offen gegenüberstehen. Ob weltlich oder anderweltlich. Und deshalb duldest du einen Heiden wie mich? Vielleicht. Oder aber wir alle, Heiden und Christen, befinden uns im Angesicht eines größeren Mysteriums. Habe ich das Buch an ihrem Oberschenkel sich einfach mitstreckt und dehnt mit ihren Klamotten, weil das kein eigenes Nupsi ist. Das sieht so komisch aus. Hier wurde ziemlich viel gemeuchelt, würde ich mal behaupten. War Grendel hier auch unterwegs? Etwas stimmt nicht, Eva. Hrothgars Männer sind raue Gesellen. Hier ist es viel zu ruhig. Bleib zurück, Priesterin. Das ist Kriegshandwerk. Ja, sind dir die ganzen Leichen aufgefallen, die hier rumliegen? Und der Gammel. Rutger und seine Leute, sie waren immer gut zu mir. Hab Acht, Wulfhilda. Ihr Mörder könnte noch hier sein. Ihr Anführer Rutger. Ich sehe ihn nicht unter den Toten. Ich werde ihn finden. Dieselben Male wie zuvor. Bissspuren zerfleischt. Diese Wunden stammen nicht von einer Waffe. Sieh nur, frischer Moder, wie bei den Kühen auf den Feldern. Das Landvolk sagt, es sei das Teufelsmal. Was sagst du, Eivor? Ich sage, finden wir den Moder, dann finden wir den Mörder. Eivor, dort oben. Noch mehr Blut. Jemand kroch in den Dachspeicher oder zog eine Leiche hinauf. Ich würde sagen, kroch, weil da oben ist eine Sprechblase. Bist du Hrothgar, der Anführer dieser Krieger? Wer bin ich? Plünderer aus Finnmark und stolz darauf. Solange ich es noch kann. Ich bringe schlechte Kunde. Deine Krieger sind tot. Dieses Blutbad, wer oder was war das? Das Ungeheuer. Es tötete uns und lachte dabei. Es lachte. Es zerbrach meine Axt und schlitzte mich auf. Ich kroch hier hoch, um zu sterben. Was war es? Konntest du es sehen? Ein mieser Jötun, ein Nachtwandler vom Weltenrand. Er sprach, nannte sich Grendel, sagte, es würde wiederkehren. Gut, wir werden ihn erwarten, du und ich. Ich nicht. Meine Wunden sind zu schwer und mein Huger will aufbrechen. Schick sie zu Hel. Für mich. Flieg du mit den Schlachtjungfern, mein Freund. Ich werde mich um diesen Grendel kümmern. Was er auch sein mag. Warte, Krieger. Es waren zwei. Wir verstecken uns besser, um den Dämon nicht zu verscheuchen. Wir warten hier oben, bis er sich wieder zeigt. Ruh dich aus, Krieger. Ich werde betend wach halten.
Wohlfelder, ruhig. Da ist jemand. Wachen, spielen. Wachen, spielen. Nicht spielen? Spielen. Jetzt spielen. 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 Grendel, nur spielen. Du machst Grendel weh. Mama, ich will nach Hause. Bei allem, was heilig und hell ist, was für eine Art Monster ist dieses Ding? Kein Monster, ein Mensch. Seltsam anzusehen, doch dieser Grendel ist, war ein Mann. Aber wo kam er her? Alle Männer haben Mütter. Dieser rief am Ende nach der seinen. Und alle von uns, selbst die hässlichsten, haben eine Seele. O Herr, vergib diesem Mann seine Sünden und gewähre ihm deine Gnade und ewige Liebe. Moder überall. Bleib hier, Wohlfelder. Ich folge dieser Spur. Und bade sie in immerwährenden. Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch. Aber wenn man ihn einfach assassinieren kann, gefolgt sein. Aber von wo? Dann assassiniere ich den halt. Die Spur führt nach Südwesten. Vielleicht hätte er ja noch ein bisschen was erzählt, wenn ich ihn einfach so bekämpft hätte. Mann gegen Mann. Mann gegen Grendel. Oh ne. Mehr Moder. Der Weg ist richtig. Die Quelle des Moders muss nah sein. Jo, das ist nämlich da vorne unten, da waren wir ja schon mal. Wo es einen Schlüssel hätte geben sollen, der nicht da war damals. Wo ich schwer verwirrt war. Ich hoffe, der ist jetzt diesmal da. Die Moderspur führt in diese Grube. Na lecker. Trotzdem ist hier ein sehr unmodriger Heuhaufen. Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank, er stinkt. Ich glaube, ich bin hier falsch abgebogen. Ah, da ging's lang. Das habe ich zwar schon mal gelesen, aber der Gänze halber lese ich es jetzt einfach auch nochmal, dass wir auch den Zusammenhang nochmal haben. Altes Tagebuch. Mein Junge, mein lieber kleiner Grendel. Meine Augen erblicken nichts als ein winziges, hilfloses Ding. Seiner Gestalt mag nichts gleichen, doch mein Herz fühlt überwältigende Liebe. Wie die Liebe Gottes. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Sie sagen, er wird nicht lange leben, doch werde ich alles für meinen Kleinen tun. Meinen Grendel. Warum versteckst du den dann in irgendeiner komischen unterirdischen Gruft, wo irgendwelche
noch komischeren Gase rumschweben. Wenn dir dein süßer kleiner Grendel doch so wichtig ist. Das macht man nicht. Zerfleddert ist Tagebuch. Mein Grendel wächst trotz aller Widrigkeiten heran. Unser Dorf, andere Kinder, sein eigener Körper, meine Liebe und die Gnade Gottes sind alles, was er braucht. Er wird den Rest hinter sich lassen. Er braucht ihre verängstigten Blicke, ihre fiesen Hänseleien, ihre bösen Drohungen nicht. Ah, okay, Mobbing-Opfer. Muffiges Tagebuch. Es obliegt nur Gott, über Grendels Sünden zu urteilen. Mein einfacher Junge kennt seine eigene Stärke nicht. Vergib ihm, Herr, denn er weiß nicht, was er tut. Meine Pflicht ist es, ihm ein gutes Leben zu geben. Und das werde ich. Ich liebe ihn so sehr, mein lieber kleiner Junge, mein Grendel. Deine Pflicht wäre es auch gewesen, ihn ordentlich zu erziehen, damit er nicht Leute und wehrloses Vieh meuchelt. Mein Kopf taumelt von Fieberträumen. Was ist hier los? Hey, da ist ein Schlüssel. Grendel! Bist du das? Antworte! In der Umgebung kein Wunder, dass der einen Hau hatte. Wie passend. Aber was nützt er ohne ein Schloss? Es ist der Mode. Er schickt mir Bilder. Du riechst wie mein Sohn. Meines Sohnes Blut. Wo ist er? Wo ist mein Junge? Zwing mich nicht dazu. Spät. Welch böser Seder ist das? Du, die Frau vom Gehöft, du hast über die Dänen gelogen. Um meinen Jungen zu beschützen. Er wollte niemanden verletzen. Aber die anderen konnten das nicht sehen. Sein Körper wuchs immer weiter. Doch sein Verstand nicht. Er war mein Junge. Mein lieber Kleiner. Wohlfilder muss die Wahrheit erfahren. Kann man nicht aber auch ein bisschen nachvollziehen, warum die Leute das nicht sehen wollen, wenn der einfach ihre Lebensgrundlage zerfleischt? Und ab und zu auch irgendwelche Menschen meuchelt. Das ist schon ein bisschen ungeil. Ist auch eine tolle Kinderstube hier. Da wird doch ein glückliches Kind draus. Na komm. Hüpf. Da hoch, nicht da runter. Dämlack. Ja, genau, das hatte ich auch irgendwie. Und dann war da vorne so ein... eine von diesen komischen Tafeln. Da haben wir auch schon lange keine mehr gefunden. Noch ein Rätsel. Nein, das habe ich schon eingesammelt. Hm.
Es war also nur ein etwas deformierter und geistig nicht ganz beisammener kleiner Junge, der von seiner alten Mutter irgendwo versteckt gehalten wurde und halt immer mal gerne irgendwelche Leute und Tiere zerpflückt. Keine Dämonen, keine Monster. Einfach nur eine Unlaune der Natur. Äbtissin. Evo, du lebst noch. Bitte, erzähl mir alles. Ich tötete ein Monster, das ein Mensch war. Dann fand ich seine Mutter und tötete auch sie. Seine Mutter? Sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich. Doch es war keine Heldentat. Diese armen Seelen. Ich werde heute Abend im Kloster Berecingum für sie beten. Du brichst bereits auf? Ich muss. Der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengler. Aber lass meinen Namen da raus. Ich will nicht, dass man sich meiner dafür erinnert. Ich verstehe. Vielleicht wäre es als Lied besser. In meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin. Es mag an der Zeit sein, mich darauf zu besinnen. Doch welche Geschichte soll ich schreiben? Die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen. Etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer. Denn die Wahrheit, die knochenkalte, ganze Wahrheit, ist oft schwer zu ertragen. Sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken. Gott rettet uns alle, Eivor. Ich verabschiede mich nun. Doch werde ich dir schreiben, sobald mein Gedicht fertig ist. Leb wohl. Danke und pass auf dich auf, Wolfhilda. Mach eine gute Geschichte daraus. Eivor Wolfsmal, bekannt unter dem Pseudonym Beowulf. Also da hat mir die Berserker-Geschichte besser gefallen. Nun ja.